Wir können einfach die Frau hier essen. Ich zerleg sie schon mal. Als ob man die wirklich hacken kann. Du kannst sie häuten. Was? Nee, ich hab dir das Zeug angezogen. Komm mal, ich noch mal. Hab ich's auch an? Ja, das sieht voll hübsch aus. Ja, Mann. Hier ist ein PC. Hab ich schon wieder Geburtstag? Alter, wir sind so lange auf der Insel. Warum ist da jemand auf einer Milchpackung? Ach du Scheiße, ich hab Angst. Oh, ein Teddybär. Ach nee. Das sind so viele Bilder. Lohnt sich eigentlich, Alkohol zu trinken? Ja, man lässt jedem nur empfehlen, Alkoholiker zu werden. Geile Sache. So, lass mal hier bauen. Hier ist ganz gut. Wo bist du jetzt eigentlich? Ja, hier. Hier, das will ich bauen. Oder dir? Das ist ein Reh, soll ich das mal killen? Wie killt man das? Draufschlagen. Also ich meine, wie killt man das, ohne dass es wegrennt? Das ist schwierig. Draufschlagen. Ja. Oh scheiße. Komm her! Kann es sein, dass wenn wir hier runterklettern, einfach die Klippe runterfliegen? Ja, wir fallen hier wirklich... Oh, guck mal, Vögel! Oh, ich kann mir Kassetten anhören. Kann schlafen gleich. Scheiße. Kills, kills. Yo, das ist das sogar. Ja, das ist das. Was? Was? Hier kannst du übrigens, wenn du rohes Fleisch hast, das dranhängen. Cool, gut. Übrigens, ich muss gleich rauskratten, was ich jetzt sage. Willst du dich outen? Es gibt Cheats in The Forest. Ja. Ja, aber wir machen ja sowas nicht. Nein, wir würden sowas nicht machen. Wie isst man denn? Aber warum kann ich den nicht essen? Dein Kopfinnenraum sieht auch cool aus. Müssen wir ja Vögel töten, sozusagen. Da fliegt gleich der Vogel weg. Ja, komm her. Ja, du Kleiner. Du kannst sogar Boote bauen. Lass mal ein Kreuzfahrtschiff bauen. Hier ist meine Einkaufsliste noch. Guck ich mir mal an. Ich will eine Brutzler kaufen, sehe ich gerade. Hier. Oh, vielen Dank, vielen Dank. Man hört sich das eigentlich an, als würde da draußen irgendeiner Crack rauchen. Jetzt können wir. Ach du Scheiße. Was macht denn der Baum da? Okay. LOL! Fick doch mein Leben, ich bin tot. Warum? Komm. Hä? Ich hab gerade Beeren gegessen. Kostet gerade Pizza. Ist die Pizza. Pizza! Aua! Ich bin nicht in den Faller gelaufen, um auszuprobieren, ob die funktioniert. Nee, ja, nee, warte, ach doch, hier ist eine Wand. Kann ich schlagen. Die Schildkröte stirbt nicht. Die war so halb im Wasser und halt. Nein, ich bin schon wieder gestorben. Ernsthaft? Weil ich was gegessen habe. Wir spielen Hardcore und du stirbst erstmal im Bären. Cool. Oh, wir müssen echt gleich mal Essen sammeln gehen. Wir haben nix. Geil. Ich habe auch mal die Falle ausgetestet. Egal. Warum bin ich tot? Hallo? Hallo, ich bin Achmed. Da kommt ein Bahndorf. Oh. Traut sich eh nicht, mich anzugreifen. Hast du überhaupt angezündet? Nee. Hinter dir. Yo, du hast mich gekillt! Ja. So, immer wenn ich irgendwie Kannibalen esse, bin ich schlecht. Ich bin kurz vorm Sterben die ganze Zeit gerade. Komisch. Schön, dass wir jetzt das ganze Dorf ausgerottet haben irgendwie. Hast du die Schaltkreise mitgenommen? Nee, bestimmt nicht. Doch. Spaß. Auf. Oh, wir haben einen Kompass. Wir haben eine Karte bekommen. Ach da, was ist denn das hier? A jealous god punishes parents fall on their children. Ach ja, okay. Hört sich gesund an. Dieses scheiß Flugdings, Fledermaus. Guck mal, was hier auf dem Boden rumliegt. Ganz viele Snacks. Und hier ist irgendein Dings. Oh, hilf mir. Komm einfach hier durch. Das ist doch nicht mehr gewesen. Oh. Du
Mann! Oh mein Gott, ich habe noch nie einen Pinsel gesehen. Hallo. Jetzt habe ich die Axt auch. Also wie viel hier Dynamit ist, aber ich bin schon voll. Hey, wo bist du jetzt? Ja, okay, ich werde hier nie wieder rausfinden. Oh, Herzen, warum kann man die mir nicht mitnehmen, hä? Schon wieder ein Spiel durch, diese Zensur zerstört. Ist so. Oh, hi. Bin in dir drin gewesen. Nicht das erste Mal. Oh, Mr. Krabs, ja. Was war das? Es sagt uns das Spiel vielleicht, dass wir nicht einfach Leuten das Geld klauen sollten, nur weil sie tot sind. Auf jeden Fall. Das ist eine Waffe. Krass. Sollte man mal alles verlieren, ist das Haarspray am wichtigsten. Oh, da ist ein Vogel auf meinem Arm gelandet. Soll ich den töten? Soll ich jetzt aufgehen hier? Ja, ich bin schon draußen.